Hey Leute, heute gibt es das ultimative Einsteiger-Tutorial für Procreate. Ich zeige dir alles, was du wissen musst, um in die Illustrationswelt zu starten. Los geht's! Nachdem ihr Procreate geöffnet habt, seht ihr diesen Screen mit euren Kunstwerken. Ihr könnt dann auf das Plus tippen und euch eine neue Leinwand erstellen, zum Beispiel eine in Bildschirmgröße oder rechts nochmal auf das Plus eine mit eigenen Maßen. Wie zum Beispiel für das Wallpaper nehme ich immer 720x1280. Einfach auf Erstellen tippen und schon öffnet sich die Leinwand und mit Daumen und Mittelfinger könnt ihr immer rein- und rauszoomen. Für das Video arbeite ich mit der Bildschirmgröße und oben rechts seht ihr als erstes Symbol den Pinsel. Da könnt ihr euch durch eine Palette an Pinseln durcharbeiten und hier auch schon einen ersten Strich machen. Mit Tippen mit zwei Fingern auf dem Bildschirm macht ihr das Ganze rückgängig. Rechts daneben ist dieser Wischfinger. Da könnt ihr auch einen Pinsel für auswählen, also nicht nur für den Zeichenpinsel selber, auch für den Wischfinger. Damit könnt ihr die Farbe ja quasi so verwischen, als würdet ihr mit dem Finger drüber gehen. Rechts daneben ist das Radiersymbol. Auch hier könnt ihr euch einen Pinsel auswählen. Ich nehme immer diese harte Brush, weil die hat eine ziemlich gute Deckungskraft. Und die könnt ihr dann ganz normal wie einen Radierer verwenden. Links vom Bildschirm findet ihr zwei Schieberegler. Der obere ist für die Dicke des Pinsels, also je weiter ihr den nach unten schiebt, desto dünner wird die Linie. Unten drunter der Schieberegler ist für die Deckungskraft. Je weiter ihr den nach unten zieht, desto heller wird die Farbe. Apropos Farbe, einfach rechts oben auf den farbigen Kreis tippen, dann tut sich schon die Palette an Farben auf. Und wenn nichts für euch dabei ist, dann tippt einfach oben rechts auf das Plus auf neue Palette erstellen. Der ganzen Palette könnt ihr dann noch einen Namen geben. Ich habe jetzt den kreativen Namen Test gewählt. Einfach in den Text reintippen, dann den Namen eurer Palette reinschreiben. Und dann tippt ihr oben links auf den Schraubschlüssel auf Foto einfügen, wenn ihr euch vorher eine Palette eingefügt habt. Ich habe diese von Colorhand, checkt das mal ab. Link gibt es in der Beschreibung. Jetzt tippt ihr mit dem Zeigefinger auf das Grün, dann wird der Kreis grün, wie ihr seht. Und dann tippt ihr mit dem Stift in die Palette rein, dann übernimmt er die Farbe. Und so macht ihr das jetzt für alle Farben aus der Palette mit dem Zeigefinger, rechts mit dem Stift, Zeigefinger, Stift. Und fertig ist eure erste Farbpalette. Ziemlich cool ist auch unten die Harmonie. Tippt da drauf und egal wie ihr diesen großen Kreis in der Mitte hin und her verschiebt, erwählt euch immer zwei Farben aus, die harmonisch miteinander sind. Die könnt ihr auch einfach nur antippen unten in die Palette rein und schon habt ihr zwei harmonische Farben. Ach toll. Links neben dem Farbkreis ist das Ebenensymbol drauf tippen und ihr könnt jetzt beispielsweise die Ebene nach links swipen und auf Löschen tippen, dann verschwindet die Ebene, die braucht man ja nicht mehr. Durch das Plus tut sich eine neue Ebene oben drüber auf, malt irgendwas mit dem Pinsel. Und wenn ihr jetzt nochmal auf das Ebenensymbol geht, dann könnt ihr diese Ebene wegtippen, dass nur die rote bleibt oder umgekehrt. Und das ist natürlich ziemlich cool und hilfreich, wenn man Sachen auf unterschiedlichen Ebenen zeichnet. Das Wichtigste für mich sind die Masken und ich zeige euch mal, was ich damit meine. Ich wähle mir hier die Ebene mit dem Heißluftballon aus, mache eine Ebene oben drüber, wähle hier Clipping-Maske aus, weil ich möchte jetzt nur auf den Luftballon einen weißen Schimmer rechts drauf zeichnen. Dazu wähle ich mir eine Softbrush aus und jetzt zoome ich mir das Ganze nochmal ran und alles, was ich jetzt male, male ich nur auf dem Ballon, weil ich die Clipping-Maske über den Ballon gesetzt habe. Das heißt, die kann ich gar nicht übermalen. Und wenn ihr euch die Ebene anguckt, da seht ihr die Ebene mit der weißen Farbe, die kann ich wegtippen, jetzt ist ohne und jetzt ist wieder mit Schimmer und das ist natürlich sehr, sehr cool. Zum Löschen die Ebene einfach nach links swipen und auf Löschen tippen. Als Alternative könnt ihr nochmal auf dem Ballon tippen, dann links Alpha-Lock auswählen und jetzt macht ihr im Endeffekt genau dasselbe wie bei der Clipping-Maske. Ihr könnt also auch nicht übermalen, wenn ihr jetzt den Schimmer anbringt. Das Problem ist nur, ihr könnt den Schimmer nicht mehr wegtippen, weil der genau auf der Ebene ist. Das macht besonders dann Sinn, wenn ihr wisst, dass ihr danach nichts mehr ändern wollt. Links oben findet ihr den Pfeil Tipp mal an und dann könnt ihr diesen Ballon hin und her verschieben. Und unten auch noch von der Form her verändern, einmal gleichmäßig oder halt eben nicht in denselben Proportionen, wenn euch das nicht so gefallen hat, was ihr ursprünglich gezeichnet habt. Dann könnt ihr das Ganze auch noch so ein bisschen morphen und verzerren, je nachdem, was ihr unten ausgewählt habt. Und wenn ihr feststellt, das war jetzt alles nicht so doll, geht auf Zurücksetzen und dann sieht es wieder genauso aus wie vorher. Zusätzlich könnt ihr noch spiegeln, horizontal, vertikal, ihr könnt das Ganze auch noch drehen um 45 Grad und wenn ihr das nicht mehr wollt, einfach auf Zurücksetzen und alles ist beim Alten.
Links neben dem Pfeil ist das Auswahltool. Das ist ziemlich cool. Hier könnt ihr zum Beispiel Freihand auswählen. Und dieser Wald ist mir jetzt irgendwie nicht hoch genug. Das heißt, ich wähle den einmal aus mit dieser Schlinge. Dann gehe ich rechts daneben auf den Pfeil, wieder auf gleichmäßig. Und jetzt kann ich das, was ich eben ausgewählt habe, hin und her verschieben. Es wurde quasi ausgeschnitten. Ich kann das dann auch noch ein bisschen nach oben ziehen, so, und auch noch ein bisschen unten anpassen. Und ja, das ist manchmal ganz schön praktisch. Links neben dem Auswahltool ist der Zauberstab und dann könnt ihr auf Farbtonsättigung, Helligkeit auf die Ebene gehen und unten durch die Schieberegler zum Beispiel die Farbe von der jeweiligen Ebene verändern, wie hier von dem Heißluftballon. Ihr könnt auch die Sättigung verändern, sodass es ein bisschen blasser ist oder ein bisschen poppiger. Und natürlich die Helligkeit, nach links wird es schwarz und nach rechts wird es ganz weiß. In der Zauberstab-Sektion gibt es auch eine Funktion, die ich besonders gerne für meine Farbverläufe benutze. Ich zeige euch das mal. Ich bringe erstmal zwei Farben an in der Leinwand, ein helleres Grün und ein dunkleres Grün. Dann gehe ich wieder auf den Zauberstab, gehe auf Gaußsche Unschärfe auf die Ebene und ziehe einfach den Stift nach rechts und dann gibt es so einen schönen, smoothen Farbverlauf. Procreate hilft euch auch bei Formen. Zeichnet einfach mal einen Kreis, lasst den Stift getippt. Jetzt wird schon eine glatte Ellipse draus, die ihr größer und kleiner ziehen könnt. Wenn ihr mit dem Zeigefinger drauf tippt, wird automatisch ein richtiger Kreis draus. Für eine gerade Linie einfach am Ende nicht absetzen und dann könnt ihr hin und her die Linie verschieben, die ist schön gerade. Wieder mit zwei Fingern drauf tippen, um Undo zu machen. Dasselbe gibt es auch für Vierecke. Einfach nicht absetzen, ihr könnt dann hin und her bewegen mit dem Zeigefinger drauf und es gibt ein Quadrat. Mit zwei Fingern rückgängig machen, like a boss. Um den Kreis mit Farbe zu befüllen, zieht ihr einfach rechts die Farbe in den Kreis rein und das war's. Durch Tippen auf den Schraubschlüssel könnt ihr beispielsweise Fotos einfügen oder zum Beispiel auch Texte einfügen, was ich ziemlich cool finde. Einfach irgendwas reintippen, I love Procreate naturellement. Und ja, sehr, sehr cool. Eine weitere sehr praktische Funktion ist die sogenannte Zeichenhilfe. Die müsst ihr erstmal aktivieren mit dem Schieberegler. Dann könnt ihr die auch unten noch bearbeiten und da gibt es dann verschiedene Zeichenhilfen, wie zum Beispiel ein 2D-Gitter, wenn ihr irgendwie sehr akkurat was zeichnen wollt. Und was ich besonders praktisch finde, das ist die Symmetrie. Die findet ihr ganz rechts. Da könnt ihr den Symmetriepunkt verschieben. Das heißt, alles, was ihr auf der einen Seite zeichnet, wird automatisch gespiegelt auf die andere. Ich zeige euch das jetzt mal. Zwar möchte ich ja diesen Heißluftballon vollenden und deswegen zeichne ich jetzt eine Linie ein auf der rechten Seite. Die erscheint automatisch auf der linken Seite. Das heißt, man muss es nicht zweimal zeichnen und es sieht halt eben alles schön symmetrisch aus. Beim Schraubschlüssel unter Bereitstellen findet ihr auch Möglichkeiten, eure Kunstwerke in verschiedenen Formaten abzuspeichern. Tippt rechts daneben auf Video und auf Zeitraffer-Wiedergabe. Da könnt ihr euch euren künstlerischen Zeichenprozess nochmal im Videoformat angucken. Das Ganze könnt ihr euch auch exportieren, was ich einfach kick-ass finde. Traurig aber wahr, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch einen guten Überblick über die Grundfunktion im Procreate geben. Schreibt mir euer Feedback, eure Fragen in die Kommentare und im nächsten Video zeige ich euch, wie man so eine schöne Landschaft zeichnen kann. Also, bis dann. Ciao, ciao.